Privat und etwas elitär, die Zeppelin-Universität am Bodensee. Wer hier studiert, zahlt 4.000 Euro pro Semester und will nach oben. Ihr Weg aber ist ein anderer. Für mich ist Karriere zu geben, also das Beste, was ich habe, zu geben. Das heißt, ich muss erstmal herausfinden, was ist eigentlich das Beste in mir. Ich gehe nicht dahin, wo das Geld ist, so, und verbieg mich quasi dafür, sondern ich gucke halt, wo ist meine Leidenschaft, wo ist auch mein Ruf, wo werde ich gebraucht. Und ich habe ein ganz starkes Vertrauen, dass das Geld kommt. Und es kommt auch. Also es ist ganz schön, ja. Leicht war das nicht. Kredit fürs Studium, Top-Abschluss, ein Promotionsangebot des Konzerns Siemens. Sie schlug es aus und ringte lange mit der Frage, wo setzt sie ihr Talent sinnvoll ein. Dann die Antwort, sie gründet das Sozialunternehmen Rock Your Life. Ein Studierender begleitet einen Schüler, meistens aus der Haupt- oder Realschule, 2 Jahre lang. Und die arbeiten beide an ihren Zielen, an ihren Träumen und an ihren Potenzialen. Rock Your Life heißt im Prinzip, beweg dein Leben, komm hoch, geh los, übernimm Verantwortung, so, mach. Die Idee soll ein Brückenschlag sein zwischen Zweien, die sich eigentlich nie begegnen. Wie Claudia Michalska und Julia Biermeier. Selbstverliebtheit nennt man Narzisst. Die Hauptschülerin konnte sich die Studentin von Rock Your Life in einer Vorstellungsrunde in der Schule aussuchen. Jetzt geht die Studentin mit ihr in die Bibliothek, hilft beim Lernen. Eine Begleitung bis zum Berufseinstieg. Denn für Hauptschüler ist es in Deutschland besonders schwer, an eine gute Ausbildung zu kommen. Ich sehe mich eher als Coach in dem Sinne, dass ich hier einfach Anstöße gebe und so sage, hey Claudia, lass doch mal über das reden. Oder also so ihr einfach ein bisschen mehr zu zeigen und ihr so ein bisschen, ja, die Scheu vor vielen Sachen zu nehmen, gerade eben vor Büchern. Ich weiß selbst, wenn meine Mama nicht immer mir ein Buch hingelegt hätte und mit mir gelesen hätte, dann hätte ich auch nicht angefangen, dann fände ich es auch nicht so cool. Ein Honorar zahlt die Sozialunternehmerin dafür nicht. Elisabeth Handke und ihren 2 Mitgründern geht es um gesellschaftliches Engagement, auch oder gerade von Unternehmen. Noch finanziert sich Rock Your Life nur von Spenden. 500.000 Euro haben sie eingesammelt. Doch das soll sich ändern. Was von dem, was wir schon wissen und was wir gut können, wird dann gebraucht auf dem Markt und wer braucht es und wer ist auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Also wirklich zu gucken, was können wir noch weiter anbieten und welche Services können wir noch an den Markt bringen, um dann auch den gemeinnützigen Part immer zum Teil refinanzieren zu können. Ausbauen, wachsen, aus einem kleinen gemeinnützigen Start-up ein ganzes Bildungsunternehmen hochziehen, das ist ihr Ziel. Neben den Studenten sollen künftig mehr Unternehmer mit von der Partie sein. Meine Vision, wie breche ich die runter auf Ziele im Unternehmen, eine Ausbildung wirklich schaffen. Manager, die Praktika anbieten und Hauptschüler coachen. An Visionen mangelt es ihr nicht. Wir haben jetzt ein Netzwerk an 2.500 jungen Menschen, ganz verteilt in Deutschland. Und die einen sich quasi unter dieser Idee Bildungsgerechtigkeit stärker herzustellen über Brückenbau zwischen Studenten und Schülern. Und das ist so schön einfach zu sehen, wie ganz viele junge Leute, wenn sie den Raum bekommen, aktiv werden und mitgestalten. Und also das würde ich nicht aufgeben wollen. Das ist ganz, ganz einfach schön. Eine ganz andere Karriere einzuschlagen als die meisten Uni-Absolventen, das hat Mut gekostet. Aber die Unternehmerin würde diesen Weg sofort ein zweites Mal gehen.